Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes und das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Richtig. Und wir sind nicht genau an der Stelle, an der wir aufgehört haben. Allerdings habt ihr überhaupt nichts verpasst. Wir sind einfach nur nochmal zur Sicherheit offscreen die Räume abgegangen, damit wir auch wirklich nichts übersehen haben. Genau. Und weil ich neugierig war auf das Rätsel, ich habe schon ein bisschen probiert. Ja. Und ich habe aber durch eigene Gedankenkraft was rausgefunden. Genau. Also guck das mal an nochmal. Wir haben noch gar nichts gemacht oder ausprobiert. Also wir sind wirklich jetzt einfach quasi nur hierher gelaufen und haben geguckt. Ja, ich habe nur eine Theorie. So, und jetzt... Pass auf. Ich habe erst an eine Art Sudoku gedacht, muss ich sagen. Mhm. Habe dann festgestellt, dass aber jetzt so schon bei den festen Chips, die da liegen, also die können wir nicht mehr bewegen, die da jetzt schon eingesetzt sind, dass da jetzt schon mehrere Zahlen in einer Reihe gleich vorkommen. Ne? Mhm. Also das ist es schon mal nicht gewesen. Da habe ich mir eben gesagt, dann zählen wir doch mal eine Reihe zusammen, wo nur einer fehlt, dass wir da ungefähr mal eine Summe haben, auf was man insgesamt kommt pro Reihe. Zum Beispiel hier ergibt sich 54. Ja, genau. Und es ist, also es ist ungefähr überall so um die Ende 40 bis 50 so rum. Und da habe ich mir gedacht, wir hatten doch mal so einen Brief. Richtig. Ne, der Hinweis auf die Kombination des Safes. Und da steht ja dieser eine Satz, da kannst du mal eben zeigen, 55 ist die Zahl, die durch Addition, meinetwegen der Reihen, ne, dieses Schachbretts da sich ergeben sollte. Irgendwie sowas. Und jetzt habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn wir jede Reihe, wahrscheinlich senkrecht und waagerecht, 55 hinkriegen müssen. Das heißt, nach unserer Theorie, wenn da oben 54 sind, müssten wir da oben eine weiße 1 reinkloppen. Richtig. Die hätten wir oben links. Also wir müssen ja auch noch auf das Schwarz und Weiß achten. Ja, klar. Also hier sind es wie gesagt 54, es fehlt also 1. Genau. Und hier fehlt Weiß. Richtig. Und mein Vorschlag wäre jetzt, weil du ja sagst, waagerecht und senkrecht, wir machen erstmal die Reihen, wo wirklich immer nur 1 fehlt. Und dann ergibt sich nämlich möglicherweise schon jeweils das andere. Genau, da die drittletzte von unten. Ja. Da hatte ich gezählt, das habe ich aber inzwischen wieder vergessen. Also zählst bitte nochmal. Richtig. Moment. 48. Dann fehlen noch 7. 47, Entschuldigung. Dann fehlen noch 8. Und zwar in schwarz. Also, oder in dunkel. Sehe ich das richtig? Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. Wir nochmal nachprüfen. Ich zähle auch. 25, 28, 38, 41, 46, 47, 55. Ich bin jawohl. Gut. So. Ja. Okay, jetzt haben wir aber, glaube ich, gar keine mehr. Doch, da fehlt nur eins bei dieser senkrechten. Wollen wir das auch schon so probieren? Da können wir auch. Okay. Würde ich jetzt mal. Also, das sind 10, 16, 24, 34, 37, 53. 50? Dann brauchen wir eine schwarze 2. Ich glaube, ich könnte recht haben, oder? Ja. Und dann haben wir hier nämlich, hier fehlt dann nämlich schon nur noch eine. Genau. 15, 21, 30, 40, 46. Das heißt, wir brauchen eine 8. Quatsch. Eine 9. Eine weiße 9. Ja. Haben wir. So. Mhm. Dann haben wir noch irgendwo, wo nur die eine zweite fehlt. Senkrecht. Ja. 8. 15. 23. 30. 31. Du bist ja auch gerade voll unsicher. 39, 42, 49, 5. Wir sehen immer abwechselnd, ist auch schön. Ja, eine weiße 5. 49 plus 6 ist aber 55. Du hast völlig recht. Das sollte man auch noch hinkriegen, dann den Rest. So. So. Dann hier. Die dritte waagerecht, genau. 16, 19, 21, 29, 30, 37, 42, 47, 5, 8. Achso. 8, ja, natürlich. sollte man schon noch hinkriegen. Schwarze 8 ist unten links, ja. Hoffentlich klappt das, was wir hier machen. Das war falsch. Richtig. Dahin. Die dritte senkrecht. Also, pass auf, 4, 12. 14, 23, 33, 42 und 6 sind 48 plus 7. Weiß. Eine weiße 7 haben wir. Bis jetzt geht's auf. Also schon allein, dass die Zahlen jeweils da sind, die wir brauchen, lässt ja hoffen. Vierte waagerecht. Da haben wir jetzt 13, 27, 32, 33, 39, 45, 52, 3. Schwarz 3. Da genau nehmen wir die. Ey, wenn wir damit richtig sind. 9, 16, 4,
23, 24, 23, 27, 30, 44, 45, 51, 4, 10, 18, 28, 37, 51, 1. Ja, gut. Jetzt können wir da mal gleich... Ja, okay. Machen wir eine Probe. Oh. Ja. 17, 26, 31, 34, 39, 41. Ja! Ja! das kommt hin! Oh, das, ey, wir sind so gut. Du bist gut. Das war deine Idee. Ich hab das toll. Tatsächlich mal auf Anhieb hinbekommen. Ja. Geil. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwas mit 1? Nee, schwierig. Jetzt wird es langsam schwieriger, ja. Ja. Das Coole, ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit diesem einen Scheißrätsel, was wir in diesem einen Haus hatten. Weißt du das noch? Diese Uhr. Wie lange wir da gesessen haben. Was war das bei der Spur der Erwachten? Nee. Ich weiß nur noch, da war das Scheißrätsel mit den Silbermünzen, was wir dann nachgeschaut haben. Ich weiß das mit dieser Uhr, wo wir dann da addieren mussten oder multiplizieren. Wir wussten es einfach nicht. Stimmt, ja. Ja, oh, das war ein... Oh. Okay, also jetzt... Gut, ja, okay, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich nichts mehr mit 1, ne? Wollen wir senkrecht anfangen? Lass mal senkrecht die erste runterzählen. Okay. 18, 21, 24, 28, 36, 40, 42. 42, so. Und wir brauchen einmal weiß, einmal schwarz. Danach können wir ja auch noch ein bisschen gehen. Ja, Moment. Erstmal brauchen wir, was hat wir jetzt gesagt? 42? 18, 21, 24, 28. 36, 40, 42, ja. So, dann bräuchten wir theoretisch 13. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir die 13 hin? Wir brauchen was Hohes auf jeden Fall. Wir könnten die weiße 10 nehmen und die schwarze 3. Die haben wir beide. Moment. Weiße 10 und schwarze 3 ist da. Ja, könnte sein. Anders, wir haben auch noch eine weiße 9 und eine schwarze 4. Das würde auch gehen. Wollen wir mal 9 und 4 probieren? Und dann versuchen die waagerecht. Ja, ich glaube, anders haut es auch nicht hin, ne? Können wir zur Sicherheit eine Zwischenspeicherung machen oder ist dann nachher alles weg vom Rätsel? Das ist die Frage. Es kann nur eins von den beiden sein. Ja, ja. Aber es ist halt die Frage. 9 und 4 oder 10 und 3? Ich würde sagen, also wir speichern jetzt nicht dazwischen, weil ich glaube, dass es dann weg ist. Gut. Weil vorhin bei dem Quiz, da hatten wir auch zwischengespeichert, ja. Und dann mussten wir das Quiz... Dann machen wir 9 und 4. Ich glaube, das ist irgendwie logischer. Ich weiß auch nicht, warum. Also die 9 da oben und unten die 4. Moment, bevor wir unten die 4 einsetzen, würde ich jetzt gleich mal gucken, was uns hier fehlen würde. Okay, gut. 12, 13, 17, ja, 24, 32, ja. 39, 42, 51. Dann bräuchte man eine schwarze 4, die haben wir. Ja. Aber nicht, wenn wir die jetzt da benutzen. Hahaha. Nee, wir müssen ja die 3 benutzen. Nee, da brauchen wir jetzt eine schwarze 4. Wir haben doch gerade... Ach nee, wir haben die 9 eingesetzt. Aber wenn du jetzt die 9 da wegnimmst, brauchen wir da eine schwarze 3. Die hätten wir. Also musst du die... Mach mal die 9 weg, da eine 10 hin, die weiße 10. Da die weiße 10. Ja, dann haben wir aber da oben auch 1 fehlen. Dann brauchen wir da auch eine schwarze 3. Ja, das mache ich ja. Die haben wir ja. Die haben wir ja. So, schwarze 3 da und schwarze 3 da unten links jetzt. So, okay. Okay, dann haben wir hier 13. Halt, nee, mach Moment, da haben wir ja noch 2. 6 genau. Senkrecht, die weiße 6 senkrecht. Oben. Da. Ja. 9, 18, 24. Achso, ja. 33, 36, 46, 51, schwarze 4. Haben wir. Jetzt haben wir wieder doppelte nur, ne? Scheiße. Ja, aber wir haben nur noch, nur noch 2 schwarze. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo... Unten. Moment. Machen wir ganz unten. Hier brauchen wir auf jeden Fall nur weiße. Okay, dann mach da, ja. Ja, zum Beispiel? Mhm. Ja, dann mach. Und, also, dann hätten wir hier 13, 16... 22, 32, 35, 43. Bräuchten wir 12. 9 und 3. Anders geht's nicht. So, jetzt überlegen. Machen wir erstmal die 9. Warte mal, ich lege jetzt nur mal kurz die 3 hier rüber. So, dass wir wissen, die 2 sind auf jeden Fall in der Reihe. Fangen wir hier vorne an. Die finden wir leichter wieder. Hau da mal eben die 9 hin. Da? Ja.
Und dann zählen wir eben zusammen. 17, 22, ist es richtig? Ja, 29, 38, 40, 49, 54, nein. Gut, dann kannst du die 9 da wegnehmen, dann machst du die da rein und da die 3. Und jetzt kriegen wir es hin. Jetzt muss ich nochmal rechnen hier. 17, 22, 29, 32, 34, 38, 43, 48. 7, schwarze 7. Ja, okay, dann ist es jetzt relativ einfach. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr rechnen. Den hier unten. Weil wir haben nur noch eine schwarze und das kommt dahin. Weil bei den anderen beiden kommt weiß hin. Ja. Und da müssen wir jetzt noch einmal. Ja, dann machen wir eben einmal. Okay. 9, 12, 18, 24, 29. Ja. 35, 43, 50, 55, da ist er. Und die 2 und jetzt Daumen drücken. Oh, oh, da, da, da! Die, das ist eine Münze! Ja, Die brauchen wir. Und damit können wir jetzt den Clown benutzen. Ja, oh cool! Ey! Haben wir das und gut wir haben gemacht. Wirklich gedacht, oh, bei dem Rätsel hocken wir jetzt mindestens 3 Parts lang fest. Das haben wir gut hingekriegt. Und wir haben wirklich nicht nachgeschaut oder so. Nein, wirklich also, nicht versprochen. Das wisst ihr auch, also so viel Stolz haben wir schon, dass wir bei solchen Rätseln erstmal selber schauen wollen. Eben. Und dass wir uns dann auch ganz schwer tun, da zu kapitulieren vor oder allem, so. Da bin ich jetzt richtig stolz drauf. Ja, kannst du auch. Also das war eine ganz tolle Idee. Du wolltest gerade wieder das Spiel beenden. Nein, ne? ich will hier raus. Willst du vielleicht eben einmal speichern, bevor unser Spiel jetzt abstürzt? Ja. Könnt ihr dann einmal live sehen, wie das funktioniert? Weil da habe ich jetzt echt ein bisschen Angst, das jetzt alles nochmal zum Durchrechnen. Boah. Ja, da hast du recht. Du hast gerade aus dem Spiel schon wieder rausgeklickt. Nein, ich bin noch da. So, gut. So. Ja. So. Weiter geht's in wilder Fahrt. So. Jetzt haben wir einen weißen Hintergrund gerade, aber es ist jetzt auch egal, oder? Boah, ich sehe das ja. Ja, geh doch, Holmes. Er ist selbst gerade noch ganz baff. Damit hat er gar nicht gerechnet. Richtig. Ich habe meinen Sound voll leise gedreht, merke ich jetzt erst. So. So, der Clown war rechts um die Ecke. Da ist er. Nächstes Rätsel. Das ist, weiß ich nicht, ob das ein Rätsel gibt. Mal gucken. Ich sollte eine Karte auswählen, um die logische Reihenfolge herauszufinden, die dieser Automat anzeigt. Wir sollen eine Karte auswählen. Die logische Reihenfolge? Ja. Also erstmal sollen wir eine Karte auswählen, dann gucken wir mal, was dann passiert. Ich kann aber nicht denken bei den Geklimper. Ich auch nicht. Sag mir mal irgendeine Karte. Pikbube. Ich muss die richtige Karte in seine Hand legen. Die richtige Karte in seine Hand legen? Ist das das gleiche, was da unten eigentlich liegt? Ich leg mal kurz die Karte in seine Hand. Welche Karte möchten Sie spielen? Karo Ass. Haben wir nicht. Hä? Welche Karte möchten Sie spielen? Wir brauchen ein Karo Ass. Nee. Ach so. Oder was? Nee, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was der von uns will. Ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall das gleiche Deck wie da. Gut. Mein Gott, macht mich die Musik wahnsinnig. Kann ich da nochmal rausgehen? Oh. Das ist ja grausam. Weil wir haben jetzt die Münze zurückgekriegt. Ich möchte nochmal wissen, was er genau sagt. Ja, ja. Ja? Ja, machen wir nochmal. Ich sollte eine Karte auswählen, um die logische Reihenfolge herauszufinden, die dieser Automat anzeigt. Aha, also wir hatten eben Pik-Bube angefangen und haben dann ein Karo-Ass bekommen, ne? Ja, aber dann habe ich ein Pik-Ass reingelegt und habe auch wieder ein Karo-Ass angezeigt bekommen. Ja, dann probier irgendwas. Irgendeine Karte auswählen. Ich und in seine Hand legen.
Welche Karte möchten Sie spielen? Da kommt immer... Kannst du die bei ihm da unten reinschieben, in den Schlitz? Nee. Ich kann nur eine in seiner... Ach, Moment. In die Hand legen, in ne? In die Hand legen. Nee, geht auch nicht. Welche Karte möchten Sie spielen? Du musst sie doch eine Karte in die Hand legen jetzt, glaube ich. Das war anscheinend falsch. Wo ist mein Geld? Da. Ich sollte eine Karte auswählen, um die logische Reihenfolge herauszufinden, die dieser Automat anzeigt. Boah, ich weiß jetzt einfach nicht, was das Spiel Leg will. Leg nochmal das Pik Ass in seine Hand zuerst. Versuch das nochmal bitte. Das geht nicht. Doch, da war eine Hand. Da. Nee. Du hast doch ein Handsymbol da. Ja, aber ich klicke und es passiert nichts. Das verstehe ich dann nicht ganz. Kannst du die bei ihm da reinlegen? Nee. Hä? Warte mal, was er vorschlägt. Welche Karte möchten Sie spielen? War richtig, anscheinend, ja. Ne? Welche Karte möchten Sie spielen? Oh Gott. Das ist jetzt der Pik-Bube. Ne, Pik-König, oder? Ich habe jetzt das fehlende Ass quasi reingelegt. Ja. Das ist der Pik-Bube, glaube ich. Aber den haben wir doch selbst. Ja, richtig. Wollen wir denn? Und dann hat er noch Kreuz 7 angezeigt und die logische Reihenfolge. Herz 3, Piku, Karo 4. Wie kommst du da drauf? Hä? Das war richtig. Warum? Ich habe das nicht verstanden. Der zeigt immer drei, also du musst aus den drei Farben quasi eine, die dazu passt. Welche Karte möchten Sie spielen? Ja, jetzt mal. Auf jeden Fall eine Pik. Ja, und welche? Warte mal bitte. Ich versuche da wieder Logik drin zu sehen. Nachdem da eine 7 angezeigt wird. Die 7 ist in der linken Reihe. Die 2 ist in der rechten Reihe. Nee. Da ist eine 7. Ja, die haben und wir auch. Da ist die haben wir ja auch. Warum steht hier überhaupt eine 7? Ach nee, das ist eine 4. Ja, links und da ist die eine 10. Die Kreuz 7 haben wir unten links da, das zweite. Ja. So, und wir haben auch die Herz 2, die ist da. Und wir haben auch den. Nee, das ist eine Herzdame, ist das ja. Herzdame haben wir nicht. Das macht nicht. Ich nehme jetzt hier mal. Warum? Weil das drei verschiedene Farben sind. Also muss hier eine Pik-Karte jetzt hin. Das glaube ich nicht. Nee. Ich benötige eine Münze, um mit diesem Automaten weiß. Zu spielen. Ich sollte eine Karte auswählen, um die logische Reihenfolge herauszufinden. Die logische Reihenfolge. Welche Karte möchte Das ist ja jetzt spielen? Einfach. Das sind drei Asse. Ja gut, ja. Da fehlt das letzte Ass. Gut. Das ist ja noch logisch, ja. So, das nächste habe ich schon nicht verstanden, was du gemacht hast. Welche Karte möchten Sie spielen? Ja, da habe ich Herz 3, dann Pik Bube und Kreuz 7. Also habe ich gedacht, fehlt ein Karo. Aber warum denn gerade das... Karo. Und dann hatte ich 4 oder 5 und dann habe ich geraten und dann habe ich die 4 genommen. Ja, dann musst du das, ja. Aber warum, verstehe ich nicht. Vielleicht muss das auch wieder zusammen irgendeine Summe ergeben. Ne, das glaube ich nicht. Welche Karte möchten Sie spielen? So, jetzt meinst du, Karo fehlt, ne? Ne, Pik fehlt. Ja, Karo auch. Ach ne, das ist ja Herz, dann ist es Kreuz. Du meinst, weil Kreuz in der Mitte ist. Wir haben zweimal Herz und... Einmal Kreuz, also braucht man nochmal Kreuz. Dann nimm die Kreuz 7, die fehlt. Die haben wir ja auch. Ja, aber da hat er ja die Kreuz 7 und das sind ja auch zwei unterschiedliche. Ich hätte jetzt dann Kreuz 2 genommen. Nee, das sind 4. Moment, das sind 12. 7 haben wir Kreuz 5? Nee, ne? Nee. Sie haben gewonnen! Verstehe ich nicht. Also ich hab's nicht gecheckt, aber okay, hast du gut gemacht, Schatz. Ja, ich verstehe aber keine Ahnung. Ich hab gewonnen. Was habe ich jetzt gewonnen? Das Ticket, was da hängt. Ein Stück Papier. Dann lesen wir das mal.
Text über Noah. Das erste Tier kam vom Ufer und hatte Angst vor den mächtigen Wellen. Das zweite Tier kam aus dem Tal und hatte Angst vor dem Fluss mit seinen schnellen Strömungen. Das dritte Tier kam aus den Bergen und versteckte sich vor dem Regenguss. Das letzte Tier, das Noah willkommen hieß, kam aus dem Gebirge. Es hatte keine Angst vor Wasser, aber es hörte den brüllenden Zorn des Herrn. Mal ganz kurz, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Tier aus den Bergen und einem Tier aus dem Gebirge? Da ist... Ach so. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied, oder? Nicht so wirklich. Hängt das mit den vier Bildern zusammen, die wir da rechts haben? Das kann gut sein, Schatz. Ach Mann! Was machst du denn da schon wieder? Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich habe nur rechts geklickt. Ja, aber neben das Spiel. Entschuldigung. Was sind das für Landschaften? Haben wir da vielleicht Gebirge und Wasser und... Gucken wir mal nochmal an. Das wir ist haben definitiv, Berge. Das ist ein Gebirge auf jeden Fall. Und da ist Wasser. Moment. Das ist ein Fluss, oder? Ja. Das ist Wasser, das ist Wasser. Ja, Wasser ist, glaube ich, auch überall drauf. Das ist alles so irgendwie mit Felsen und Bergen und was. Das ist, glaube ich, das Tal. Ja, das kommt hin, ne? Ja, und das letzte Bild, das links, was war das? Ja. Das ist der Regenguss, da regnet es, glaube ich, gerade. Das sehe ich in diesem Gestrichelten, oder? Hier so. Ja, oder? Glaube ich gar nicht mal so sehr. Was hatten wir denn jetzt? Wir hatten Tal, Berge, Gebirge und... Lies den Text nochmal, bitte. Kam vom Ufer. Hatte Angst vor den Wellen. Das zweite Ufer, kam vom Tal, hatte Angst vor dem Fluss. Das dritte kam aus den Bergen, versteckte sich vor dem Regenguss. Das letzte, das nur willkommen ist, aus dem Gebirge und hatte keine Angst vor Wasser. Ja. Ja, aber letztendlich ist es egal. Selbst wenn wir dem jetzt eine Reihenfolge zuordnen, was machen wir denn mit den vier Bildern? Wir können die ja nur angucken. Oder können wir da... Vielleicht können wir jetzt was machen. Also, ich glaube, dass das vielleicht das Ufer ist. Ja. Ich denke schon, dass das mit den vier Bildern zusammenhängt. Ja, und da ist, dass da was versteckt ist. Ja, aber das finden wir doch so mit der Lupe nicht raus, oder? Ich dachte halt jetzt, wenn da irgendwie was angezeigt wird, dass man es da mit der Lupe sich anschauen muss, aber... Ist an sich schon eine geile Idee. Ja, aber... Oder wir brauchen noch etwas. Irgendwie so eine Schablone oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist voll geil. Kannst du den anderen Text nochmal eben machen? Welchen anderen Text? Was, das ist der andere Verbrannte, den du eben hattest. Ich habe noch immer das Original des Rätsels bezüglich der Kombi. Achso. Ja gut, das hat sich erledigt, okay. Tiere und Natur und dann verstecktes Bild im Holzschnitt. Das hängt immer zusammen. Das ist schon das, ja. Ja. Weißt du was, ich gehe jetzt erstmal kurz nochmal mit Holmes so ein bisschen durch. Vielleicht trifft er ja dann auf Watson und dass das erstmal weitergehen muss, weißt du. Haben wir aktuell die Möglichkeit, zur Baker Street zurückzureisen? Da könnten wir das Pulver... Was ist das denn eigentlich? Das sind wir gerade. Ja. Ich benötige mehr Informationen. Okay, ich dachte, wir könnten vielleicht was untersuchen von dem, was wir gefunden haben. Okay, das will er nicht. Ja. Mir hat es gerade gesagt, ich benötige mehr Informationen. Genau so. Ja. Kannst du nach draußen gehen?
könnten wir uns hier noch umgucken, draußen. Da noch weiter. Vielleicht können wir auch noch mal mit dem Constable sprechen. Kannst du hier draußen rumgehen? Moment. Jetzt ist ja auch der Typ weg. Nee, der steht hier links daneben. War der nicht genau hier gestanden? Nee, der steht am Zaun, nicht an der Mauer. Oh. Wir haben jetzt schon zwei Rätsel geschafft in einem Part. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Der Part ist eigentlich auch um. Ja, jetzt gucke ich noch kurz in das Fass rein. Das Fass ohne Boden. Ich brauche noch etwas. Da ist eine Fußspur auf dem Fass. Da hat jemand drauf gestanden. Fußabdrücke. Größe 10. Wie viele Leute laufen denn hier rum? Und stellen sich hier einfach mal kurz aufs Fass drauf. Vor allem, ich gebe ihm das Maßband in die Hand und er so grapsch. Ja. Fußabdrücke. Größe 10. Also Hellseher ist er jetzt geworden, ne? Muss man kurz drauf langen. Durch Hand auflegen, dann kann ich ihre Schuhgröße erkennen. Eine Marktlücke. Ja, ich würde jetzt mal sagen, da wir jetzt ja noch hier draußen einen ungemeinen Fortschritt erzielt haben. Ja. Naja, aber kommt zwei Rätsel in einem Paar. Das haben wir gut gemacht. Das war echt nicht schlecht. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht das Holzschnitträtsel lösen. Was guckst du? Der ist über das Fass aufs Dach gegangen und da die Leiter hoch. Wer auch immer. Ja, aber die Leiter kann man nicht angucken. Nee. Aber warum sollte da jemand einbrechen? Das weiß ich halt nicht, aber möglich. Wir wissen ja gar nicht, dass da irgendwas passiert wäre oder so. Ja gut, wir haben Blut gefunden, das mit dem Wischmopp aufgewischt worden ist. Ja, stimmt, und er ist weg. Also ja, irgendwer wurde anscheinend abgemurkst. Ja, wahrscheinlich dann dieser Horace Howlett. Ja. Ja, genau, da steht der Constable und der. Vielleicht können wir den gleich im nächsten Park nochmal auf das Fass ansprechen oder so. Genau, das oder ob er einen Einbrecher bemerkt hat, irgendwas in der Richtung. Mhm. Okay. Gesundheit. Entschuldigung, ich habe gedacht, ich kann es doch rausziehen. Und damit verabschieden wir uns in den nächsten Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.